kennen Mirko Slomka natürlich. Sind Sie befreundet? Mit wem? Mit Mirko Slomka, Cheftrainer ja, von Hannover 96. Ja, natürlich. Wer war das nochmal? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Nein, mit Mirko bin ich seit vielen Jahren befreundet. Und schon vor seiner Zeit bei Hannover 96? Schon ja, vor der Zeit, als er hier Trainer wurde. Ich kenne ihn so aus der Zeit, der Nach-Schalke-Zeit. Ja. So danach haben wir uns dann etwas öfter gesehen, auch privat. Und ja, Mirko ist einfach ein super Typ. Und die Geschichte, die er hier mit Hannover 96 schreibt, das ist einfach unglaublich. Und ich denke, da sind wir alle zu Recht sehr, sehr stolz hier in Hannover, ich habe aber dass gehört, er was ganz Einmaliges geschafft hat. Ich habe aber gehört, er würde sehr gerne Andrea Jürgens hören. Oder Andrea Berg. Ja, ich meine, sein Musikgeschmack ist weit gefächert. Kennen Sie eigentlich den Nummer 1-Hit von Uli Potowski? Oh, nicht darüber jetzt. Von wem? Von Uli nein, er weiß von gar Uli. Nicht. Das, ja, das wollen wir jetzt wirklich nicht erörtern. Ach, lassen wir das. Bitte lassen wir das.